Hallo Leute, wir sind auf dem Weg nach Schwerin, um uns das Schweriner Schloss anzugucken. Mal sehen, was für einen Stellplatz wir da kriegen. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Das erste Teilstück unserer Route führte uns von Otterndorf nach Stade, Buxtehude und südlich an Hamburg vorbei und dann Richtung Schwerin. In Schwerin selbst haben wir uns dann zwei Parkplätze ausgeguckt, die wir anfahren wollten. Einmal den Wohnmobilparkplatz am Schlossgarten, hier unten in so einem roten Rechteck dargestellt, und oben im roten Dreieck der Parkplatz in der Altstadt. Entschieden haben wir uns dann für den Parkplatz in der Altstadt, da der eben sehr zentral liegt, sowohl zur Altstadt als auch zum Schweriner Schloss. Schon auf der Anfahrt zum Parkplatz fasziniert das Schweriner Schloss. Von überall her drängt sich der Prachtbau auf und ist quasi omnipräsent. Das Schloss scheint riesig und durch seine überwältigende Kulisse kann man es kaum erwarten, diesem Prachtbau näher zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da scheint ja noch was frei zu sein, ne? Ja, wollen wir da rauf? Ja. Wie lange wollen wir hier bleiben, ist die Frage. Einen Tag. Tag, hauen wir ab. Ja, maximal 10 steht hier. Hä? Was maximal 10? Hä? Und wir hängen hier. Da ist auch noch was frei, oder? Ja, du sagst ja. 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 Na, guck mal, da ist ja schon was frei. Den wollen wir aber nicht. Da ist auch einer. Da ist eine Stromsäule. Da ist auch noch einer. Der ist ja ein bisschen klein hier, ne? Mit dem muss ich ja schon nehmen hier. Ja, ne? Ja. Und da in der Ecke ist auch noch einer. Ich glaube, der ist gut, oder? Den finde ich ganz gut. Echt? Der hier in der Ecke. Der da, ne? Ja, neben dem hier, neben aus Chemnitz hier. Oder? Den meinst du, ne? Ja, diesen hier. Ist wohl schon eingebrochen. Wenn die dazwischen stehen, die Autos. Ja. Seid ihr auch immer so am Diskutieren bei der Auswahl des Stellplatzes? Da sind wir. Wir stehen in Schwerin auf unserem Stellplatz. Naja, Stellplatz ist übertrieben. Es ist eher ein gemischter Parkplatz. Ja, es ist zwar als Stellplatz ausgewiesen, aber es ist definitiv ein gemischter Stellplatz. Wir haben auch Stromanschlüsse hier und das Ganze ist wirklich teuer. 30 Euro für 24 Stunden. Ohne Strom. Strom geht extra. Strom geht nochmal extra mit 1 Euro für 2 Kilowattstunden. Und das ist schon fast frech, würde ich sagen. Das Einzige, was den Platz oder den Preis rechtfertigt, ist die Lage. Ja, die Lage ist wirklich zentral. Also wenige Gehminuten zur Altstadt und auch wenige Gehminuten zum Schweriner Schloss. Und von daher haben wir auch gesagt, wir bleiben hier und beißen jetzt in den sauren Apfel. Wir fahren ja morgen eh weiter. Und wir wollen auch jetzt keine großartigen Ausflugsdampfer nutzen oder so hier auf dem Schweriner See, sondern uns das Schloss angucken und wie gesagt die Altstadt. Und dann sind wir morgen hier wieder weg. Von daher haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt mal. Normalerweise müsste man aber sagen, liebe Stadt Schwerin, das ist nicht akzeptabel. Ja. Ja. Okay.
Wir nutzen jetzt das Wetter noch. So Sonne scheint. Jawohl. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Also, genau. Bis später denn. Tschüss. Tschö. Nachdem wir dieses wunderschöne Abendlicht ausgiebig am Schloss genossen haben, sind wir noch in die Stadt gegangen. Und wie es der Zufall wollte, fand am Marktplatz ein kleines Musikfest statt. Da wir Hunger hatten, mussten wir aber erst was in den Magen bekommen. Und so gingen wir erst was essen. Darüber lässt sich aber nicht gerade Gutes berichten, deswegen überspringen wir das hier mehr oder weniger. Allerdings muss ich dazu sagen, die Getränke, das heißt das Schwarzbier, die Brände und auch die Liköre, waren sehr lecker. Und so gingen wir leicht beschwipst, ausgesöhnt mit dem Schnitzelhaus, in dem wir waren, und mit überaus guter Laune zurück zum Marktplatz. Es wurde noch ein wirklich toller Abend mit wunderschöner Klaviermusik. Am nächsten Morgen dann sind wir noch in die Stadt gelaufen. Dabei entdeckte Sonja ein Denkmal, das uns Rätsel aufgab. Aber Google konnte Abhilfe schaffen. Es handelt sich um das Löwendenkmal am Markt, welches dem Stadtgründer Heinrich dem Löwen gewidmet ist. Ganz besonders eine Seite aus den dargestellten Episoden aus dem Leben Heinrichs hat es uns angetan. Hier zeigen die Badowicker Bürger aus Groll den durchreisenden Herzog den nackten Hintern. Denn dieser hatte während seiner Regierungszeit Schwerin und Lübeck als wichtige Handelsplätze gefördert, während Badowick immer mehr an Bedeutung verlor. Da das Rätsels Lösung jetzt nicht gerade absolut sensationell war und uns nicht ganz vom Hocker riss, schauen wir uns erstmal weiter in die Stadt an. Aber irgendwie ließ mich der Gedanke des nackten Hinterns nicht mehr los. Sehr, sehr gerne hätten wir auch das Städtische Museum besucht. Leider ist dies just gerade geschlossen gewesen und wird renoviert, bis voraussichtlich 2024. Und so drängte uns unsere Reiselust einfach weiter. Wir gingen dann noch spazieren am See entlang zurück zum Parkplatz. Und da fielen mir die nackten Hintern wieder ein. Bei solchen Preisen
hätte ich auch große Lust gehabt, zum Rathaus zu laufen und den Stadtvätern meinen nackten Hintern zu zeigen. Da wir beide aber eine sehr ordentliche und brave Erziehung genossen haben, haben wir zähneknirschend das Geld bezahlt und sind zum Auto gelaufen und haben uns auf den Weg gemacht. Bei unserem nächsten Besuch in Schwerin haben wir uns fest vorgenommen, bleiben wir 1-2 Tage länger. Dann sicherlich auch auf einem anderen Platz. Denn unserer Meinung nach ist Schwerin absolut eine Reise wert. Allein das prachtvolle Schloss mit seinem wunderschönen Schlossgarten darf man nicht verpassen. Aber auch die schöne Atmosphäre am See, die tolle Altstadt und natürlich auch das Museum werden uns wieder herlocken. Aber jetzt nehmen wir erstmal Abschied von Schwerin und freuen uns auf Waren an der Müritz. Wir sagen dann Tschüss und Bye Bye und sehen uns, wenn ihr Lust habt, in Teil 2.